Meister Pfifflochs Dentalkleber. Das kommt mir alles verdächtig bekannt vor. War das etwa auch Teil meiner Vision? Gohl hat mir nie erzählt, dass sie Brillenträgerin ist. Sie hätte als Kind nicht so viel vorm Fernseher rumsitzen dürfen. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! Milch geholt? Check! Mehr war nicht abzugreifen. Eine Flasche voller Käse. Also das hat hier so seltsam gerochen. Ich habe schon coolere Dinge verdoppelt. Mich zum Beispiel. Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen... Das Kristallglas-Trauma sitzt mir zwar immer noch im Nacken, aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen. Und solange ich vorsichtig bin... Hoppla! Gohl hat mir nie erzählt, dass sie Brillen... Sie hätte als Kind... Gohl hat mir nie erzählt, dass sie... Sie hätte... Das sind aber ganz schön viele Uhrenzeiger. Kein Wunder, dass der Organon immer so pünktlich ist. So viel... Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Ohne Werk... Da! Hab sie! Nichts. Immer dasselbe. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrt? Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung... Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Nanu? Das hier ist Golds Kindheit. Mir ist, als wäre ich doch nur... Überraschung! Dachtest du... Falsch gedacht. Und? Wieder. Du bist... Und? Scheiben! Hey, wer ist... Zimmerservice... Eine Flasche voller Käse. Also das... Eigentlich, aber mir geht... Und solange... Hoppla! Da. Das scheint aber irgend... Als würde sich eine... Ich dachte, Gohl hätte Klavier gelernt. Ich weiß nicht, was ich... Aber es wirkt... Hey, ein Pott, woher auch immer... Uhrenzeiger als ganz hinten im...
Warum muss ich an das Wort Tachyonen denken? Das ist doch nur Kauderwelt. Wie? Oder Kimme? Komm. Wer sagt denn? Überall hin? Um sie irgendwie abschütteln. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser U-Bus. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Das war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich will...